Unsere Machthaber sind zu dem Schluss gekommen, dass Wirtschaftswachstum wichtiger ist. Das Artensterben erscheint ihnen als akzeptabler Preis für ihre Habgier. Hallo und willkommen zum Lesemonat Oktober. Genießt nochmal die Herbstdeko im Hintergrund. Die kommt nämlich heute weg. Es ist der 31.10. Es wird keine Halloween-Party geben. Heute ist auch der Grusel-Tag online gegangen. Also wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, da schaut mal vorbei. Da geht es auch unter anderem um Bücher. Heute geht es auch um Bücher und zwar um meine gelesenen und gehörten Bücher für den Oktober 2020. Der Oktober hatte ja 31 Tage und irgendwie habe ich wahnsinnig viel gehört. Also ich habe auch Bücher gelesen, aber ich habe extrem viel Hörbücher gehört. Irgendwie, ja, waren das gute Bücher, ich hatte Bock zu hören. Ich war viel zu Fuß unterwegs, scheinbar, habe zu Hause viel rumgewerkelt, da höre ich Hörbücher. Ich habe auch einen Podcast, die erste Staffel komplett durchgehört, dazu später mehr. Ich bin ein bisschen süchtig. Und jetzt erstmal schnell die Statistik. Es sind 7 Bücher gehört oder eben gelesen, 2816 Seiten, was gar nicht so viel ist für die Bücher. Da waren ein paar kürzere, kleinere, dünnere Bücher dabei. Der Sub ist bei 99. Es ist wieder ein Subbuch mehr. Ja, das liegt eben daran, dass ich viele Hörbücher gehört habe. Die sind ja nicht von meinem Sub, die hole ich mir dann von meinem Audible-Guthaben und höre sie dann auch recht zeitnah. Von daher packe ich die nicht auf dem Sub, auch wenn sie vielleicht mal einen Monat in der App liegen. Auch Neuzugänge. Was soll man machen? 99, immerhin noch zweistellig. Ich hoffe, der Oktober wird lesereich, der November wird lesereich. Und schauen wir mal. Und nochmal ein kurzer Appell. Die Buchläden haben zwar im November jetzt auch weiterhin geöffnet, aber ich weiß, dass natürlich viele, und das ist ja auch richtig, zu Hause bleiben, nicht große Shoppingtouren planen, durch die Stadt bummeln. Mir selber wäre da auch gar nicht so die Lust nach. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Schon mal so als kleiner Tipp, wie jedes Jahr, 24.12. Wenn ihr euch dieses Jahr was schenken wollt und ihr könnt, weil ihr weiter voll arbeitet, so wie ich, ihr habt das Geld, dann unterstützt den Einzelhandel, unterstützt die Restaurants, die Cafés, die jetzt im November geschlossen haben müssen, was ich super, super schlimm finde, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, holt Takeaway bei euren Lieblingsrestaurants, wenn sie das anbieten. Holt Gutscheine, holt sie online, fragt die Leute, ob ihr irgendwas machen könnt, dass ihr Weihnachtsgeschenke vielleicht jetzt schon mal holt, Gutscheine für Restaurants, Cafés und so weiter, dass sie durch den November kommen. Und beim Thema Bücher kann ich euch total empfehlen, wenn ihr keine Lust habt oder es euch nicht wohl dabei ist, in einen Laden zu gehen, was ich total verstehen kann, und ihr möchtet trotzdem Bücher vor Ort lokal kaufen, dann kauft sie bei www.genial.lokal.de. Ich verlinke das unten. Ich weiß, ich habe unten auch immer die Amazon-Links und die werden auch weiterhin drin sein, denn ich bin grundsätzlich Amazon-Fan. Ich kaufe super viel Krams bei Amazon, wo ich teilweise überhaupt gar nicht wüsste, wo ich das in der Stadt bekommen sollte. Aber Bücher habe ich jetzt mittlerweile seit letzten Monat für mich entschieden und beschlossen, dass ich sie komplett gar nicht mehr bei Amazon kaufe. Ich kaufe Bücher nur noch im Einzelhandel vor Ort. Ich habe da eine absolute Lieblingsbuchhandlung. Dazu wird es demnächst dann auch noch mal ein Video geben. Da freue ich mich riesig. Aber das ist, ich will jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall kauft entweder vor Ort in der Buchhandlung oder eben bei Genial Lokal, denn die arbeiten mit den Vor-Ort-Buchhandlungen zusammen. Ihr könnt das genauso über Amazon euch nach Hause schicken lassen, aber es kommt dann eben von dem lokalen Buchhandel und die unterstützt ihr damit. Also eine richtig gute Sache. Wie gesagt, meine Buchlinks unten sind weiterhin Affiliates von Amazon, weil ich einfach über Genial Lokal kein entsprechendes Angebot bekomme. Da muss ich auch ein bisschen gucken, was für mich passt. Aber Bücher gerne bei Genial Lokal kaufen. Ansonsten guckt bei Amazon, dass ihr euch dann die Bücher anschaut, durchlest, wenn euch das interessiert und vielleicht bei Genial Lokal kauft. Ich bin nicht euer Erziehungsberechtigter. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Nur weil da unten Amazon-Link drin ist, heißt das ja nicht, dass ihr darüber kaufen müsst. Aber ja, ihr könnt ja andere Sachen bei Amazon darüber kaufen. Das mal als kleiner Disclaimer vorweg, weil das gefragt wurde bei Instagram. Diese Videos sind ja oft vorgedreht, gerade so Tags und so weiter. Wie gesagt, ich kaufe seit Oktober schon nicht mehr bei Amazon Bücher, wenn ich ein Buch kaufen möchte oder kaufen und verschenken möchte. Da habe ich auch noch einen super Tipp später für euch bei den Neuzugängen. Dann macht es eben lokal bei eurem geliebten Buchhandel. Jetzt starte ich aber mal mit den gelesenen, beziehungsweise es sind erstmal 3 Hörbücher, die muss ich dann, ich mache Platz, einblenden. Und zwar habe ich von Jussi Adler Olsen Verachtung gehört. Das ist das Hörspiel bei Audible. Ich liebe die Reihe sehr, denn Audible vertont es wunderbar als Hörspiel. Es ist so cool. Da sind Schauspieler dabei, es gibt Nebengeräusche. Es ist aber nicht unangenehm übertrieben. Also ich finde es grandios. Und das ist der 4. Fall von Karl Merck. Deswegen,
Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich den ersten, also es gibt einen roten Faden schon, denn es gibt eben Hauptcharaktere, es gibt Karl Merck, seinen Assistenten Assad und Rose, seine ja, Kollegin, Assistentin, was ist sie da eigentlich? Naja, sie hilft da auf jeden Fall mit und in jedem Buch gibt es einen anderen Fall, den sie auflösen, aber einen Cold Case, also einen alten Fall, der eigentlich zu den Akten gelegt wurde, das ist nämlich deren Einsatzgebiet, das ist eine Sonderkommission, die sich eben um diese alten, eigentlich nicht gelösten Fälle kümmert. In diesem Fall geht es um einen Fall, der nicht ganz so alt ist, der ist aus dem Jahr 1987, guck nochmal nach. Und ja, da geht es darum, dass Frauen zwangssterilisiert wurden. Und was das mit der aktuellen Politik in dem Land zu tun hat, das spielt, glaube ich, in Dänemark, Skandinavien auf jeden Fall. Es ist ein skandinavischer Thriller. Ich fand es einfach wieder grandios vertont. Also diese Hörspiele sind super. Ich bin jetzt ajour, also das ist jetzt Fall 4 und ich glaube, Jussi Adler-Olsen hat 8 oder 9 Bände mittlerweile geschrieben und ich hoffe, diese Hörspiele sind erfolgreich genug, dass Audible da weitermacht und die weiter vertont. Aber ich gehe stark davon aus und freue mich, wenn irgendwann Band 5 rauskommt als Hörspiel. Das werde ich dann nämlich weiterhören und ja, mir hat an dem Fall sehr gut gefallen, dass wir auch mehr zu diesem roten Faden erfahren als im dritten Band. Also wir erfahren sehr viel mehr über unsere Ermittler selber, über deren Themen, nenne ich es mal. Und es ist auch super viel Gefahr dabei, besonders für Karl und Assad, so am Ende. Das hat mir gut gefallen, das war super spannend, da war ich total drin. Nicht nur in dem Fall, ich kann mich auch noch an vieles erinnern. Also ich vergesse das ja gerne mal, ich habe es Anfang Oktober gehört. Und am Ende gab es nochmal richtig guten Twist, den habe ich kurz vorher erahnt, aber nicht von Anfang an. Also ein sehr gutes Hörspiel, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und ihr habt ein Audible-Konto, das kann ich euch echt empfehlen, die Jussi Adler-Olsen-Reihe. In meinem Büchergilde-Video hatte ich euch ja die Unterwegs-Reihe vorgestellt, Unterwegs mit der Büchergilde. Und da ist jetzt auch in diesem Quartal ein 4. Buch erschienen, da geht es nach Mallorca. Es sind keine Reiseführer, sondern Reiseerzählungen. Und ich hatte damals dieses wunderschöne Buch bekommen. Und zwar von Oliver Sacks, Die feine New Yorker Fahngesellschaft. Das ist, diese ganze Reihe bei der Büchergilde ist so schön aufgemacht. Das ist vorne, ja, eine Postkarte, ein Postkartenmotiv. Und hinten Beschreibung und Titel, Autor sind gestaltet wie eine richtige Postkarte. Und so sind alle Bücher aus dieser Reihe. 4 gibt es mittlerweile. Richtig cool. Wenn euch die Büchergilde, das Konzept und so weiter interessiert, verlinke ich euch mal mein Video dazu. Das wird jetzt zu weit führen, denn es soll jetzt um das Buch gehen. Und ja, die feine New Yorker Fahngesellschaft gibt es wirklich. Und Oliver Sacks ist Neurochirurg. Der hat auch andere Bücher geschrieben, die recht erfolgreich waren. Und der hat sich, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, ist schon ein paar Jahre her, Oliver Sacks ist leider mittlerweile verstorben, hat sich aufgemacht mit dieser New Yorker Fahngesellschaft nach Mexiko zu einer Exkursion. Und darüber schreibt er wie eine Art kleines Tagebuch in diesem Buch. Es ist eine total schöne Geschichte. Man muss allerdings schon ein bisschen Interesse haben fürs Reisen, für Pflanzen. Hier sind auch Zeichnungen drin. Jetzt wollte ich gerade mal eine suchen. So, für die botanischen Inhalte, aber auch für Menschen, denn er erzählt ganz wunderbar über die Mitreisenden. Da sind ein paar ganz schrullig, witzig, süße Personen dabei. Das ist wirklich eine nette Lektüre, wenn man sich mal in Richtung Mexiko und die Botanik. Es geht auch ein bisschen um Geschichte. Sie besuchen da auch so eine alte Tempelanlage und so weiter. Also super interessant, fand ich ganz schön. Hat 3 Sterne bekommen, war jetzt kein wahnsinniges Highlight. Ich glaube auch nicht, dass für jeden sowas das ist. Aber wenn jemand kennt, der sich vielleicht für Botanik interessiert, der sich für Mexiko interessiert, der ein wunderschönes Buch zu Hause haben möchte. Die haben, glaube ich, immer so um die 100, oder zumindest das hat er jetzt so 190 Seiten. Ja, ich finde es einfach wunderschön. Es bleibt bei mir und ich bin auch noch am Überlegen, welches der anderen Bücher bei mir einzieht, damit ich so ein paar von der Reihe habe. Ja, da gibt es diverse. Schaut da einfach mal vorbei. Ich habe die in dem Büchergilde-Video alle vorgestellt. Und noch ein kleines Zitat aus dem Buch. Diese Reise erweist sich nicht nur als Reise in ein anderes Land, in eine andere Kultur, sondern in einem tieferen Sinn auch als eine Reise in eine andere Zeit. Ja, passend zum Thema Amazon, was ich ja eingangs schon erläutert habe, habe ich ein Hörbuch bei Audible gehört. Und zwar von Rob Hart, Der Store. Viele kennen das Buch vielleicht. Ich habe das auch ganz oft in den Buchhandlungen am Bahnhof gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das war, aber dieses Cover ist schon sehr, ja,
eindrücklich gewesen, fand ich. Mich hat das immer sehr angesprochen. Und ich lese euch mal kurz vor, worum es geht. Der Store liefert alles, überall hin. Der Store ist Familie. Der Store schafft Arbeit und weiß, was wir zum Leben brauchen. Aber alles hat seinen Preis. Es ist quasi eine, ja, es ist eine Zukunftsvision, in der es Cloud gibt. Das ist ein Unternehmen, ich würde sagen, es klingt verdächtig nach Amazon. Also ein Unternehmen, was alles liefert. Es geht auch darum, dass die globale Erwärmung so weit fortgeschritten ist, dass es draußen ja, zu leben nicht mehr ganz so schön ist, dass die Leute sich viel zurückziehen und eben alles online bestellen. Es gibt auch eine Begebenheit, die so ein Schlüssel dazu war, dass die Leute nicht mehr vor Ort kaufen möchten oder viele und sich eben alles online bestellen und dieser Store, also Cloud, da einen wahnsinnigen Auftrieb bekommen hat. Und die Menschen, die dort arbeiten, um die geht es hauptsächlich, denn wir begleiten zwei Protagonisten, Cinna, Sienna oder so, und Paxton. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Name ausgesprochen wurde. Das ist schon ein paar Tage her. Auf jeden Fall beginnen die beide ihre Arbeit bei Cloud. Man erfährt am Anfang auch so ein bisschen, wie sie dazu gekommen sind und was sie bewogen hat, dort anzufangen zu arbeiten. Das hat nämlich unterschiedliche Gründe. Die beiden lernen sich dort auch kennen. Keine Sorge, es ist keine Liebesgeschichte. Ja, man erfährt so nach und nach, und das fand ich ziemlich cool. Es gibt nämlich noch eine dritte Perspektive, und zwar von dem Gründer von Cloud. Der hat nämlich einen Grund, einen Blog zu schreiben und erklärt so ein paar Sachen aus seiner Sicht. Und gleichzeitig erfährt man eben die Sicht der zwei Mitarbeiter und was sie dort so erfahren. Es gibt dann ein Geheimnis, was noch rauskommt. Und ja, es ist spannend, es ist gruselig. Ich fand es besonders interessant, wie man am Anfang schon eher so ein bisschen anti ist, denn gegen Amazon zu sein, habe ich das Gefühl, ist auch so ein bisschen so eine, ja, Grundhaltung Richtung Bild-Zeitung. Alle finden sie doof, aber trotzdem verkauft sie sich ja. Also alle haten immer bei Amazon, und zum Beispiel beim Thema Bücher bin ich auch dafür, den lokalen Buchhandel zu unterstützen, weil ich da auch Beratung bekomme und so weiter. Aber wir alle wissen auch, wie unfassbar komfortabel Online-Shopping im Allgemeinen ist. Und dass das auch eine Art Daseinsberechtigung hat und sehr erfolgreich ist. Und man schwankt immer so zwischen diesem, das ist alles ganz böse und schlecht, und dem, eigentlich ist es doch auch gut, denn dieser Gründer, was der alles so schreibt und veröffentlicht, was wir dann auch erfahren aus seiner Sicht, hat auch positive und gute Argumente. Das fand ich halt gut. Und das Buch hat trotzdem in Anführungszeichen nur 3 Sterne bekommen. Es ist ein gutes Buch, es hat zum Nachdenken angeregt, es war interessant, spannend. Das Ende war mir persönlich ein bisschen zu offen und zu viele Handlungsstränge, ja, führten ins Nichts, wurden nicht aufgeklärt, und es war dann ein bisschen effekthascherisch an einer Stelle, auch wenn das ein bisschen eklig war. Es war cool, interessant, konnte man super gut hören, es war aber jetzt nicht so tiefgreifend, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte an mancher Stelle. Also eine coole Idee. Und interessant, das mal zu hören, als Hörbuch auch sehr gut vertont. Also der Sprecher hat mir sehr gut gefallen, und ich wollte mir eigentlich aufschreiben, wie die Sprecher heißen. Habe ich nicht fortgeführt, offenbar. Es tut mir leid, aber der Sprecher, der das Buch, was bei Audible zu haben ist, Der Store von Rob Hart, spricht, ist super. Das nächste Hörbuch habe ich gehört, weil die Bookfriends ein Hangout dazu geplant haben. Und es war eh auf meiner Wunschliste, also habe ich mir vom Audible-Guthaben Abby Greaves' Hör mir zu, auch wenn ich schweige, geholt. Das ist ein spezielles Buch. Ich finde das Cover wunderschön. Kleiner Fun Fact, der Verlag hat dieses Cover mehr oder weniger vom Künstler geklaut, ohne ihn zu informieren, und hat dann aber im Nachhinein noch die Genehmigung bekommen, das zu, ja, so zu veröffentlichen. Das stand ja schon in den Buchläden. Das fand ich ganz witzig, als ich das gelesen habe. In vielen Beschreibungen steht das auch vom Verlag jetzt unten drunter, dass sie sich entschuldigen und sich dafür bedanken, dass sie dieses Cover nehmen konnten. Aber es geht ja nicht ums Cover, es geht um den Inhalt. Frank hat seit 6 Monaten nicht mehr mit seiner Frau Maggie gesprochen. Sie haben unter demselben Dach im selben Bett geschlafen und zusammen gegessen, schweigend. Maggie kennt den Grund für sein Verstummen nicht. Erst als sich an einem Abend alles auf Leben und Tod zuspitzt, beginnt Frank, die Geheimnisse zu enthüllen, die ihn zum Schweigen brachten. Und bei dem Buch bin ich mir nicht ganz sicher, ob es als richtiges Buch, also als physisches Buch für mich funktioniert hätte. Ich habe dem Ganzen als Hörbuch 4 Sterne gegeben, weil es ist ruhig erzählt, es ist, hat keine krasse Spannungskurve. Die einzige Spannung, die immer aufrechterhalten wird, ist eben die Frage, warum hat Frank geschwiegen? Was ist passiert, dass es dazu gekommen ist? Was sind die Beweggründe? Und am Anfang gibt es, also es startet schon sehr krass. Ich möchte das jetzt nicht verraten. Ich möchte von dem Buch eigentlich gar nicht so viel verraten, weil ja, dadurch nimmt man jetzt noch mehr Inhalt und Spannung. Man
lernt rückblickend die Geschichte von Frank und Maggie kennen. Wie gesagt, es hält sich halt immer die Spannung dadurch, dass man wissen will, warum verdammt nochmal hat er so lange geschwiegen? Was war jetzt der Grund? Und es baut sich so nach und nach auf. Ich habe ziemlich früh geahnt, was der Grund ist, beziehungsweise welches schlimmes Schicksal der Familie zugestoßen ist. Aber trotzdem fand ich es interessant und spannend weiterzuhören. Ich fand die Sprache herausragend gut. Ich denke, hätte ich das Buch physisch gelesen, hätte ich einige Markierungen mir gemacht. Es waren tolle Sätze dabei. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein recht emotionales Buch und ich war überrascht, dass die Thematik, denn es geht auch um ihre Tochter und eben überhaupt ihre Ehe, ihr Zusammenkommen, dass das mich so fesseln konnte, obwohl das überhaupt nicht mein Thema ist. Aber trotzdem war das so interessant geschrieben, dass ich immer wieder gerne zum Hörbuch gegriffen habe und Frank mehr oder weniger zugehört habe, was er zu erzählen hat. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, also wer nicht zwingend dramatisch actiongeladene Beschreibungen braucht, sondern es ist schwer zu beschreiben. Ich überlege die ganze Zeit, welches Buch euch vielleicht gefallen könnte und wo ihr das dann lesen könntet. Vielleicht hat euch das jetzt einfach angesprochen oder ihr hört mal in die Hörprobe rein. Gibt es auch Hörproben? Bestimmt. Ihr lest mal rein, ihr hört mal rein oder ihr schaut einfach den Hangout, denn die Mädels haben am Anfang einen spoilerfreien Part und dann geht es in den Spoiler-Part über. Da könnt ihr dann ja aufhören, falls euch das Buch so sehr interessiert, dass ihr gerne dazu greifen wollt. Ich verlinke euch den Hangout. Und die Mädels natürlich. Dann haben wir natürlich im All You Can Read Buchclub wieder ein gemeinsames Buch gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar und das war für mich mal etwas ganz anderes, als was ich sonst lese und ich glaube für viele von uns auch. Aber erstmal muss ich sagen, das Cover ist wahnsinnig schön. Das ist nämlich dieses wunderschöne pinke Buch, was auch ganz oft in einigen Videos im Hintergrund schon war, von Deepa Anapara, die Detektive vom Boot Bazaar. Und es ist ein Roman von einer indischen Autorin und er spielt auch in Indien. Und es geht um Folgendes. Jay schaut zu viele Polizeidokus, denkt, er sei klüger als seine Freundin Pari, obwohl die immer die besseren Noten bekommt. Und hält sich für einen besseren Anführer als Faiz, obwohl Faiz derjenige mit zwei älteren Brüdern und einem echten Job ist. Als ein Junge aus ihrer Klasse verschwindet, wagen sich die Freunde in den verwinkelten Boot-Bazaar und immer weiter hinaus in die verbotenen Viertel der Stadt. Doch mehr und mehr Kinder verschwinden und das Trio kommt der Wahrheit unversehens näher. So nah, dass danach nichts mehr ist, wie es war. Ein Roman aus dem heutigen Indien, der einen wahren Kriminalfall und eine mitreißende Coming-of-Age-Story zusammenbringt mit der Magie einer großen Erzählung. Und gleich vorweg, der deutsche Titel, Die Detektive vom Boot Bazaar, könnte vielleicht ein bisschen irreführend sein, dass es ein Krimi ist, bei dem man miträtseln kann. Das ist es nicht. Es ist definitiv mehr eine Gesellschaftsstudie. Es geht um die indischen Slums, Religion, Politik und das alles aus Sicht eines 9-jährigen Jungen erzählt. Denn wir begleiten Jay und seine Freunde. Und ja, es verschwinden Kinder und sie ermitteln, sie versuchen rauszufinden, was passiert ist. Aber man kann als Leser nicht miträtseln. Es geht sehr, sehr viel um die Atmosphäre, um die Eindrücke. Die Sprache fand ich wahnsinnig anders und interessant und gut. Die Autorin findet Metaphern, die ich so in der Art noch nicht gelesen habe. Ich kann euch ja mal was vorlesen. Der Smog kämmt mein Haar mit Fingern, die rauchig, aber zugleich feucht sind. Also der Smog ist ein ganz großes Thema und auch, dass die Kinder immer hungrig sind. Das fand ich ganz spannend zum Beispiel, dass es nicht so beschrieben wurde, dass immer stand, Jay hatte Hunger, Jay knurrte der Magen und er wollte was essen, sondern es sind so Details, die er einstreut, woran man das einfach merkt, die hungern ständig und immer. Und es gibt nicht viel zu essen und trotzdem hat man viele in diesem Bazar, viele Essensgerüche, man riecht es, aber die haben natürlich nicht das Geld, sich immer Essen zu kaufen. Und die Familie ist arm, die leben eben in diesem Slum. Das fand ich total eindrücklich. Ich habe irgendwann, auch als er uns mal ausgetauscht hat, einen Abend, da hatte ich dann einfach so viel Bock auf indisches Essen, dass ich mir welches bestellt habe. Was absurd ist, denn die Kinder hungern in diesem Buch, aber sie beschreiben diesen Bazar und diese Gerüche und die einzelnen Lebensmittel und was dort gekocht wird. Samosas zum Beispiel. So toll, dass ich da mal Hunger bei bekommen habe. Oder auch eine Passage, die toll beschrieben ist. Dann renne ich los, so schnell ich kann, denn in diesem Haus klebt die Trostlosigkeit an einem wie ein schweißnasses Hemd an einem heißen Sommertag. Sie tragen unsere Geschichten auf den Lippen, die vorstehen wie Schnäbel und füttern damit ihre Ehemänner oder Freunde, die nicht hier sind.
Es geht eben auch um das Leben miteinander, das Schwätzen, das Vorurteile. Es geht ganz, ganz viel um Vorurteile. Es war eine sehr bedrückende Story. Es ist super schwer zu beschreiben und es hat 4 Sterne von mir bekommen, keine 5, weil ich zwischendurch so ein paar Längen gespürt habe. Es hat mich am Anfang oder auch relativ lange emotional nicht so gepackt. Komischerweise, und ich weiß gar nicht genau, woran es liegt, ob das daran lag, dass es aus Sicht eines Kindes geschrieben ist, obwohl die Inhalte wirklich krass waren, aber also rein von der Theorie her und von der Objektivität ist es ein total fesselndes und interessantes Buch, aber die Emotionalität hat mich einfach nicht gepackt und manchmal kann man das nicht beschreiben, warum das so ist. Das war einfach so, bis zum Ende. Das Ende fand ich dann schon sehr krass. Also, wenn euch das irgendwie interessiert, das Buch wird bei mir bleiben, nicht nur weil es schön ist, sondern weil es auch tolle Metaphern und ich habe mir Markierungen gesetzt, wie ihr seht. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass mir die Sprache gefällt. Ein interessantes, tolles Buch. Ich glaube, es hat auch Preise gewonnen, bin ich der Meinung. Und vielleicht kennt ihr das ja. Dann könnt ihr mir mal schreiben, was ihr empfunden habt, als ihr das Buch gelesen habt. Das nächste Hörbuch. Ich habe von Fang Fang das Wuhan Diary, Tagebuch aus einer gesperrten Stadt, gehört. Hat 4 Sterne bekommen. Ich finde Tagebücher zu bewerten immer schwierig, denn ja, in diesem Tagebuch der berühmten chinesischen Schriftstellerin Fang Fang aus einer abgelegenen Stadt ist ein einzigartiges, ergreifendes Zeitdokument über den Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, den die Menschen in Wuhan weltweit als erste führten. Und es geht um den Lockdown, den richtigen Lockdown in Wuhan, wo die Leute wirklich nicht mehr ihr Haus verlassen durften. Kurz, wie es dazu gekommen ist, und Fang Fang beginnt eben ihr Tagebuch online zu schreiben als Blog und hat es dann, also nicht mit dem Ziel, ein Buch draus zu machen, sondern viele Freunde von ihr haben gesagt, das musst du veröffentlichen, so schnell wie möglich. Es ist weltweit veröffentlicht worden. Ich bin der Meinung, in China nicht, denn die Zensur in China, das ist etwas, was mich beim Hören des Hörbuchs wirklich schockiert hat. Ich meine, man weiß das, aber trotzdem zu hören, wie normal es da ist, dass sie dann erzählt, naja, okay, jetzt wurde gestern mein Blogpost wieder gelöscht und das ist wieder der Zensur unterlegen und die Leute haben das nicht lesen können. Das ist halt wirklich Zensur. Da kann man nicht einfach seine Meinung ins Internet oder in irgendwelche Telegram-Gruppen hinausschreien. Das wird dann gelöscht, also zumindest Blogs. Inwieweit die auch die Messenger-Dienste kontrollieren, weiß ich nicht. Aber es soll ja um Fang Fang gehen und ich fand das... Das ist eine richtige Achterbahn, die man durchlebt, wenn man das Tagebuch liest, denn es ist eine Thematik, die uns aktuell hier auch blüht und es ist so eine Mischung aus Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, denn so wie sie die Achterbahn der Gefühle erlebt, erlebt man das beim Hören eben auch. Es gibt Tage, da geht es ihr gut, da hat sie tolle Begebenheiten zu erzählen, auch Nachbarschaftshilfe ist dort ein Thema oder Freunde, die ihr Themen zuspielen und gleichzeitig sind dann eben aber auch die schlimmen Szenen, die eben, dazu führen, warum Wuhan sich abgesperrt hat. Sehr bedrückend teilweise auch, weshalb ich auch noch einen Sternabzug gegeben habe, ist an vielen Stellen, es ist natürlich eine Sicht der Dinge. Es ist Fang Fangs persönliche Sicht, ihre persönlichen Erlebnisse und auch sehr viel, was sie von Freunden zugespielt bekommt. Es steht halt ganz oft, oder sie sagt oder schreibt ganz oft, ein befreundeter Arzt hat ihr das und das gesagt, ein befreundeter Kollege hat ihr das und das zugespielt. Sie ist ja zu Hause gefangen. Ich weiß, dass das viele auch wohl als Kritik an ihrem Blog gesehen haben, der millionenfach im Übrigen gelesen wurde. Das hatte sie gar nicht so erwartet am Anfang. Ja, dass sie eben ja nicht vor Ort ist, dass sie ja gar nicht sich eine Meinung bilden kann. Wo ich mir denke, ja, sie tut ja aber auch das, was entscheidend ist. Sie bleibt zu Hause und rennt eben nicht durch die Krankenhäuser und guckt sich das da an. Deswegen muss sie ja auf diese Quellen verweisen, die ihr das zuspielen, eben befreundete Ärzte oder Krankenhauspersonal und so weiter. Ist schwierig, wie gesagt, es zeigt immer nur eine Sicht der Dinge, in dem Fall Fang Fangs, aber trotzdem habe ich auch gerade am Anfang viele Parallelen zu Deutschland gesehen, was ich besonders gruselig fand, wo ich dachte habe, wie arrogant sind wir eigentlich zu glauben, dass das, was in Wuhan passiert ist, nicht hier auch passieren kann, wenn wir eben nicht Maßnahmen ergreifen. Und wir haben die Maßnahmen jetzt im November wieder. Über die Verteilung, die Verhältnismäßigkeit und so weiter lässt sich streiten, aber ja, stay home, stay safe und ich hoffe, wir kommen alle gut durch die Zeit. Wenn euch das zu sehr triggert, ist dieses Diary natürlich überhaupt nicht empfehlenswert. Aber ich fand es super interessant, das gerade jetzt zu hören, wo es hier bei uns auch akut und wichtig ist. Und vielleicht auch
ein Geschenk zu Weihnachten für jemanden, wo ihr das Gefühl habt, der erträgt das, der hält das aus, das zu lesen, weil es hat auch viel Positivität und man erfährt auch echt viel über China und das System und das fand ich auch super interessant und auch echt gruselig. An dieser Stelle möchte ich euch, und ich glaube, den Buchtipp habe ich auch von ihr, den Kanal von Books and Bubbles, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt, Angie, da steht's, Books and Bubbles ans Herz legen. Angie lebt in Shanghai schon eine ganze Weile. Sie hat auch die Corona-Zeit dort erlebt und hat ein paar Videos dazu gemacht, wie das dort war, dort zu leben. Da schaut auf jeden Fall vorbei. Sie macht auch schöne Reisevideos, denn sie ist jetzt wieder unterwegs ein bisschen und reist, macht so Tagestrips oder mehrtägige Trips in der Nähe von Shanghai. Und sie hat auch ein Corona-Update gemacht und eine Frage von mir beantwortet. Das fand ich auf jeden Fall interessant, wie das Leben in Shanghai aktuell läuft, was das für die Bewohner dort bedeutet. Sie haben ja keinen Lockdown mehr, aber ja, was sich verändert hat, wie die Menschen dort damit umgehen, es ist natürlich eine andere Kultur, definitiv. Also man kann Chinesen auf keinen Fall mit Deutschen vergleichen, von der Kultur her, von der Art, ja, wie sie auf die politischen Themen reagieren, größtenteils, auch da gibt es unterschiedliche Menschen. Aber ich finde das sehr interessant. Also schaut da mal vorbei. Sie macht auch Buchvideos und da habe ich, glaube ich, auch diese Empfehlung. Books and Bubbles hat noch viel zu wenig Abonnenten. Also wer sich für China interessiert, für Bücher und ja aktuell auch so ein bisschen interessiert hat, wie das da war, schaut bei der lieben Angie vorbei. Ich verlinke sie euch natürlich unten in der Infobox. Ja, und dann sind wir, ich weiß gar nicht, das Video ist schon lang, beim letzten gelesenen Buch im Oktober und das war ein Highlight. Es hat 4 Sterne bekommen. Für 5 Sterne fehlte mir etwas oder dazu gleich, aber es war trotzdem ein Highlight-Buch. Ja, das kann auch sein. Nur weil es keine 5 Sterne hat, muss es nicht kein Highlight-Buch sein. War das jetzt grammatikalisch richtig? Ihr wisst, was ich meine. Ja, es war einer der neuesten Neuzugänge dieses Jahr und schuld war daran Sarah Sophie. Sie schrieb mir eine WhatsApp-Nachricht mit einer Buchempfehlung und ich saß in dem Moment im Hugendubel im Café und musste Zeit totschlagen. Ich hatte gar nicht vor, etwas zu kaufen. Ich hatte ein Exit-Game gekauft, aber kein Buch. Und dann schickte sie mir das und ich sah dieses Buch. Ich las mir durch, worum es ging und dachte, du böse Anfixerin. Und jetzt sitze ich hier noch im Buchladen und quasi an der Quelle. Dann hat sie aber vorgeschlagen, dass wir das Buch zusammen lesen als Buddy-Read und auch zeitnah. Und dann habe ich zugeschlagen und im Hinterkopf hatte ich Buchhandel unterstützen, Buchhandel unterstützen. Also habe ich ein Buch gekauft. Und zwar dieses hier. Das ist der Debütroman von Charlotte McConaghy, würde ich sie jetzt mal aussprechen. Sie ist Australierin. Und der heißt Zugvögel aus dem Fischer Verlag. Und es ist ein wunderschönes Cover. Es ist ein Vogel drauf. Und zwar ist das die Küstenseeschwalbe. Ich lese euch einfach mal vor, was hinten drauf steht. Franny hat ihr ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden Strömungen und gefiederten Gefährten den Menschen vorgezogen. Als die Vögel beginnen zu verschwinden, beschließt die Ornithologin, den letzten Küstenseeschwalben zu folgen. Inmitten der exzentrischen Crew eines der letzten Fischerboote macht sie sich auf den Weg in die Antarktis. Schutzlos ist die junge Frau den Naturgewalten des Atlantiks ausgeliefert, allein die Vögel sind ihr Kompass. Doch wohin die Tiere sie auch führen, ihre Vergangenheit kann Franny nicht entfliehen. Schon bald wird die Reise zu einem lebensbedrohlichen Abenteuer. Eine Ode an die bedrohten Geschöpfe dieser Erde. Eine Geschichte über die Wege, die wir gehen, für die Menschen, die wir lieben. Und sei es bis zum äußersten Rand der Welt. Mich hat das Buch, gleich mal vorweg, sprachlich wahnsinnig begeistert. Das sieht man an diesen vielen Markierungen. Ich lese euch auch gleich noch was vor. Es ist die ganze Zeit aus Frannys Sicht geschrieben. Es hat Zeitsprünge, wir springen in die Vergangenheit 12 Jahre zurück, 4 Jahre zurück und das klingt jetzt ziemlich wild, aber man kann der Sache sehr gut folgen, weil es eben immer um Frannys Geschichte geht. Es geht um sie, um ihren Ehemann und wie es dazu gekommen ist, dass sie eben diese Reise jetzt macht, diese letzten Zugvögel begleiten möchte in die Antarktis, auf diesem Schiff landet, was übrigens eine coole Crew hat. Ja, es ist immer ein super guter Wechsel aus Dialogen, also wenn sie mit den Crewleuten spricht oder wenn sie auch in der Vergangenheit, wenn eben ja, sie mit ihrem Mann spricht oder ähnliches, dann sind das ja gute Dialoge und gleichzeitig gibt es auch so eine Art Monologe, wo sie eben ja selber über Dinge nachdenkt und mir haben diese abwechslungsreichen Passagen wirklich gut gefallen. Die Kapitel sind nicht wahnsinnig lang. Das war einfach eine super Mischung. Und trotzdem kann man der Sache gut folgen. Es ist nicht konfus oder verwirrend, gar nicht. Franny ist ein Charakter, der nicht wahnsinnig sympathisch ist. Also sie ist mir jetzt nicht so krass ans Herz gewachsen, dass ich sage, oh mein Gott, ich finde die so toll. Gerade am Anfang nicht.
Sie ist speziell, sie ist interessant, aber sie macht einen tollen Wandel durch. Ja, es ist wahnsinnig spannend und interessant, diese Geheimnisse zu erfahren. Und man bekommt immer auch so bruchstückhaft Dinge erzählt und aufgeklärt. Aber das große Ganze am Ende ist dann, darauf läuft es hinaus. Es hat wirklich eine super Spannungskurve, wie ich finde. Das große Oberthema ist hier auch die Natur, das Artensterben. Dieses Buch spielt in einer, tja, leider vermutlich nicht allzu fernen Zukunft, denn irgendwann am Anfang erfährt man, welche Tiere schon ausgestorben sind und das sind nicht wenig, also ganz viele, die wir jetzt kennen. Es gibt keine Löwen mehr, es gibt keine Elefanten mehr, also Affen, also ganz, ganz viele sind ausgestorben und auch ganz, ganz viele Vögel sind schon ausgestorben. Die Küstenseeschwalbe ist eben der einzige Vogel, der noch überlebt hat, weil die den weitesten Weg auch für ihren Zug auf sich nimmt und eben ja vom Norden bis in die Antarktis fliegen und denen folgt Franny eben. Ja, ich habe mir noch ein bisschen mehr Antarktis gewünscht. Das kommt am Ende, aber das war wahnsinnig toll beschrieben, die Landschaft und die See. Sie springt auch bei den Zeitzonen dann manchmal nach Irland, wo sie eben eine Zeit gelebt hat, auch mal kurz nach Australien. Und die Naturbeschreibung, die Atmosphäre, das war einfach wahnsinnig toll. Ich fand die Passagen, wo es um das Artensterben und die Umwelt und so weiter geht, wahnsinnig bedrückend, sehr ergreifend und also wirklich Gänsehautmomente und jetzt nicht in einer positiven Art, sondern wirklich so, ja, das wird uns auch blühen. Das ist nicht unwahrscheinlich, so gar nicht, wenn wir jetzt nicht alle helfen, das zu verhindern. Ich habe so ein bisschen am Ende dann überlegt, mir hat ja Maya Lundes Geschichte der Bienen nicht so gut gefallen. Ich fand das ein bisschen langweilig. Das war von der Thematik her auch super wichtig und interessant, aber das war nicht von der Art her nicht so mein Buch. Wer das vielleicht auch Maya Lundes Geschichte der Bienen nicht so spannend fand, aber die Thematik gut, lest unbedingt dieses Buch und alle anderen lest auch das Buch. Ich lese euch mal was aus dem Buch vor, damit ihr so ein bisschen was von der Sprache mitbekommt, die mich so begeistert hat. Ihr seht schon, ich habe hier einige Markierungen, die drin bleiben, denn das Buch bleibt auch bei mir. Und dann sage ich euch noch kurz, warum es einen Sternabzug bekommen hat. Meine Seeschwalbe erhebt sich als erste. Inzwischen nenne ich sie nur noch meine, denn sie hat sich in mich hineingebohrt und ihr Nest in meinem Brustkorb gebaut. Früher gab es prächtige Flügelwesen, die den Himmel bevölkerten und die jetzt verschwinden. Er hält inne, sucht im Auditorium nach meinem Gesicht. Dabei verschwinden sie gar nicht, berichtigt er sich. Sie werden gewaltsam und unterschiedslos von unserer Gleichgültigkeit hingemetzelt. Unsere Machthaber sind zu dem Schluss gekommen, dass Wirtschaftswachstum wichtiger ist. Das Artensterben erscheint ihnen als akzeptabler Preis für ihre Habgier. Ja, also wirklich tolles Buch, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, auch mit Sarah Sophie das zu lesen, weil wir uns sehr intensiv ausgetauscht haben. Ja, also sie hat 5 Sterne vergeben, schaut mal bei ihrem Lesemonat dann vorbei. Und einen Sternabzug gab es für mich. Am Ende hatte ich einfach Realismusprobleme, was aber daran liegt, dass ich in der Antarktis ja schon mal war und da passieren so ein paar Szenen, wo ich mir einfach gedacht habe, nein, das funktioniert so nicht. Aber so ist es. Ich hatte mit Sarah Sophie gesprochen, wenn sie zum Beispiel medizinische Themen in einem Buch liest, dass sie da auch durch ihren Beruf einfach oft sich denkt, nein, nein, das stimmt so nicht. Und so ging es mir halt am Ende ein bisschen damit. Das ist jetzt so am Rande, das hätte jetzt vielleicht von mir noch gar nicht den Sternabzug bekommen. Aber das Ende hat mir bis zu einem gewissen Punkt richtig gut gefallen. Und dann gibt es noch einen Epilog und dann dreht sich nochmal etwas thematisch und das hätte ich nicht gebraucht. Lustigerweise, Sarah Sophie hat das wiederum total gut gefallen. Also das ist einfach so, ja, Bücher sind halt nicht objektiv, ob einem das gefällt oder nicht. Es ist halt oft auch Geschmackssache. Also mir hat der Twist am Ende nicht so gefallen und ich sage jetzt auch gar nicht, in welche Richtung das geht, weil das würde alles irgendwie spoilern. Aber Sarah Sophie hat das super gut gefallen. Also ja, so unterschiedlich kann das sein. Und trotzdem ist es ein totales Highlight-Buch. Denn nur weil ich jetzt die 2 Sachen für mich bemängelt habe, ist das Buch, der Weg dahin, grandios. Also richtig toll. Ich war gefesselt. Gerade die letzten beiden Passagen, so die letzten 180 Seiten, da wollten wir das kaum aus der Hand legen und immer weiterlesen. Ich hatte dann das Problem, dass ich in der Mittagspause weitergelesen habe im Homeoffice und dann das Buch natürlich zur Seite legen musste und das war nicht einfach. Also von daher, richtig tolles Buch. Ist, glaube ich, auch sehr gehypt, hat Sarah Sophie gesagt. Ich habe das jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich habe aber im Oktober auch kaum YouTube-Videos geschaut, weil ich viel Podcast gehört habe. Aber dazu gleich mehr. Also, das waren die gelesenen Bücher. Kommen wir zu den Neuzugängen. Wir bleiben thematisch in der Antarktis. Das ist ein Rezensionsexemplar, worüber ich mich riesig gefreut habe und ich würde es gerne im Winter auch noch lesen. Ich habe ja auch eine Winter-Want-to-Read
ein Winter-Want-to-Read gedreht. Das kommt demnächst auch online. Da war das jetzt noch gar nicht dabei, weil das hier in dem Neuzugänge-Stapel lag. Habe ich direkt vergessen. So ist das mit diesen 99 Büchern. Die sind alle da, man möchte sie lesen. Aber es geht um dieses Rezi-Exemplar und vielen Dank an den Ludwig Verlag fürs Zusenden. Übrigens auch klimaneutral gedruckt, genauso wie Zugvögel. Das passiert jetzt immer öfter und finde ich richtig, richtig toll. Und Plastik wird ja auch immer weniger in den Buchhandlungen, also dass die Bücher nicht mehr mit Plastik eingehüllt sind, was ich toll finde, denn es funktioniert auch ohne. Also die Bücher sehen super aus und sie haben ja auch immer noch einen Schutzumschlag. Und das ist das Buch von Carmen Posnick, Südlich vom Ende der Welt, wo die Nacht 4 Monate dauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat. Mein Jahr in der Antarktis. Minus 50 Grad hatte ich auf meiner Reise nicht, wir waren aber auch an der Küste unterwegs. Das verwechseln ja, oder ja, da denken viele nicht dran. Am Südpol selber, ja, da wird es definitiv so kalt und die Forschungsstationen sind auch tiefer im Land, dass es da wirklich so kalt ist. Wenn ihr eine Kreuzfahrt dorthin machen möchtet, dann müsst ihr nicht für minus 50 Grad packen. Das wäre hart. Ja, und hier geht es um eine junge Medizinerin, eben um Carmen Posnick, die ihre Geschichte erzählt, wie sie ein Jahr lang in der Antarktis gelebt und gearbeitet hat. Ja, da freue ich mich einfach, das zu lesen. Ich finde das Cover wahnsinnig schön und eindrücklich. Ich finde das richtig toll. Ich bin nicht so der Fan von Menschen auf Covern, gerade wenn es auch so teilweise um Biografien oder ähnliches geht, aber so dieses Setting, dass man sie ja nur die Augen hier sieht, die so richtig schön grün sind und diese schneebedeckte Kleidung und dann sieht man hier oben in der Brille die Station, wo sie gearbeitet hat, finde ich richtig, richtig toll. Ich hoffe, das Buch gefällt mir, dass es auch hier bleiben darf. Es sind auch Bilder drin, das finde ich auch toll. Hier ist eine schöne Karte, dass man sich das vorstellen kann. Also von außen schon mal richtig, richtig gut. Und da freue ich mich drauf. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen und wer meine Videos schon länger folgt, wer mir auf Instagram folgt, der wird wissen, dass ich hier ein bisschen, ja, quasi den Zalando-Empfänger gemacht habe, denn ich habe mich so riesig gefreut, als es angekommen ist. Eigentlich wollte ich sofort loslegen zu lesen, aber ich habe einen sehr guten Grund, warum ich es noch nicht angefangen habe zu lesen und viele werden wissen, worum es geht. Band 3 der Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Es ist endlich raus. Es hat den weiten Weg von Australien zu mir gefunden, denn ich brauche diese Ausgabe. Alle anderen beiden Bücher habe ich ja auch in dieser Paperback-Ausgabe. Ich finde es übrigens toll, dass es oft, ich weiß gar nicht, ob das in UK auch so oft ist oder im Ausland an sich, dass Hardcover und Taschenbuch zeitnah zusammen erscheinen, dass eben man nicht warten muss auf das Taschenbuch, sondern auch die günstige Ausgabe kaufen kann. Ich habe damals, als ich in Australien war, dieses Buch oder das erste Buch ja Nevermore entdeckt im Buchhandel und mir natürlich ja direkt das Paperback geholt. Ja, Band 2 hatte ich mir schon aus Australien schicken lassen und jetzt ist auch Band 3 bei mir und ich freue mich so. Ihr wisst, ich liebe, 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 liebe diese Reihe. Sie ist für mich zumindest von den ersten beiden Bänden gleichzusetzen mit dem Harry Potter Gefühl. Ich weiß, viele mögen den Vergleich nicht. Ich will es auch inhaltlich überhaupt nicht vergleichen. Es geht um das Gefühl, um das sich wohlfühlen, die Fantasie in dieser Geschichte, um die tollen Charaktere, um die wichtigen Themen, die hier angesprochen werden, verpackt in eine wunderschöne Fantasy-Welt. Ach, ja. Ihr wisst, ich liebe es. Zum ersten Buch gibt es eine Rezension, die ist schon ein bisschen älter. Da könnt ihr meinen Vergangenheits-Ich sehen, wenn euch das interessiert. Es geht um Morrigan Crow. Es ist jetzt schon der dritte Band, deswegen will ich zum Inhalt gar nicht so viel sagen. Ich werde es, ach so, warum ich es noch nicht gelesen habe. Ich lese aktuell mit Carly und Ruth zusammen Harry Potter den 5. Band, den Orden des Phönix. Und wir haben zusammen Band 3 und Band 4, glaube ich, gelesen. Seitdem sind wir ein gemeinsamer Reread-Club, bin ich der Meinung. Band 3 haben wir den auch zu dritt gelesen, ich glaube, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja letztes Jahr angefangen, Harry Potter zu rereaden nach 15 Jahren. Und es ist wahnsinnig toll. Und wir sind eben gerade beim 5. Band. Und ich wollte, Carly hat gefragt, ob wir Hollowpox zusammenlesen. Sie ist auch großer Fan. Und das machen wir. Aber da wir eben zeitgleich aktuell bei Harry Potter hängen, wollten wir nicht zwei so tolle Fantasy-Welten parallel lesen. Oder ich wollte das auch nicht. Und der Harry Potter Band ist sehr, sehr dick. Das ist der dickste Band. Es wird noch ein paar Wochen dauern. Aber ich habe mit Carly vereinbart, dass sobald wir Harry Potter beendet haben, werden wir uns den dritten Teil von Nevermore vornehmen. Und ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Also so richtig. Also so richtig, richtig, richtig. Ja, das wird toll. Dann haben wir ein Rezensionsexemplar bekommen für den You Can Read Buchclub. Da werde ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, denn ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt im November lesen oder später. Wir sind da gerade noch mit der Logistik am Hadern. Aber es geht, ja, wen das vielleicht interessiert, schon mal zum Zeigen. Mark Meller, Raum der Angst, ein Escape Room Thriller.
Es geht da um, ich lese es mal kurz vor. Mein Name ist Janus und ich will ein Spiel mit dir spielen. Passt vielleicht auch zu Halloween. Er nennt sich Janus, nach dem römischen Gott der Ein- und Ausgänge. Und er kommt in der Nacht, still, heimlich, in dein Zuhause. Er betäubt dich, nimmt dich mit und schließt dich ein in einen kalten, dunklen Raum, um mit dir ein Spiel zu spielen. Sein Spiel, ein Spiel voller Rätsel. Du hast nur eine Chance, diesem Albtraumleben zu entkommen. Du musst Janus' Spiel spielen und gewinnen. Zum Glück bist du nicht allein, du hast Mitspieler. Noch denkst du, dass das ein Vorteil wäre. Bis du begreifst, dieses Spiel erlaubt nur einen Sieger, nicht mehrere, und die Verlierer werden sterben. Wow. Es erinnert mich sehr an den Film Escape, glaube ich, oder so hieß der, vor ein, zwei Jahren. Da war ich sogar im Kino. Ist so ein Horror-Thriller-Film. Da geht es eben auch um Leute, die ein Escape-Game spielen, was aber tödlicher Ernst ist. Ich fand den Film ziemlich cool, muss ich sagen. Ich liebe ja Escape Rooms, die physischen. Ich war schon jetzt kürzlich im Oktober? Ich glaube. Oder war es noch September? Na, egal. Ich war bei einem Virtual Reality Escape Room, wo man diese Virtual Reality Brillen aufkriegt. Mega cool. Also da war ich wirklich hyped. Ich mag die Cosmos. Ich glaube, von Cosmos ist das. Die Brettspiele oder die Spiele für zu Hause. Ich mache demnächst einen digitalen Escape Room als Weihnachtsfeier. Haben wir das organisiert. Da bin ich auch super gespannt, wie das ist. Also Escape Rooms finde ich geil. Rätseln. Ich will unbedingt den Escape Adventskalender oder einen davon, ist eigentlich egal welcher, einen davon haben. Der ist auf meiner Wunschliste. Und wenn ich ihn nicht geschenkt bekomme, dann werde ich ihn mir kaufen. Also ihr seht, Escape Room, I love it. Und es gibt auch so Bücher, wo man dann Entscheidungen und Rätsel machen muss und Entscheidungen treffen muss. Das ist jetzt aber einfach ein Thriller, würde ich sagen. Und der ist übrigens ziemlich cool gemacht. Das ist hier die Klappe, ist nämlich so über das ganze Buch. Also es sieht richtig cool aus, hier haben wir auch den Autoren. Jetzt erzähle ich doch so viel darüber, aber ich finde das Buch einfach sehr, sehr hübsch. Und da ist so ein Schloss. Das ist auch durchbrochen. Also sehr cool gestaltet, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, der Inhalt gefällt mir auch so gut, dass das Buch bei mir bleibt. Vor allen Dingen wäre es sauwitzig, das jetzt in mein Subregal zu stellen, weil ich muss es ja so rumstellen, die ungelesenen Bücher. Und dann würde es aussehen, als hätte ich das Buch schon gelesen, dabei ist es gar nicht gelesen. Okay, das finde wahrscheinlich nur ich jetzt witzig. Aber das wird demnächst vom All You Can Read Buchclub gelesen und dann erfahrt ihr mehr dazu. Und ein Neuzugang, der jetzt kein klassischer Neuzugang ist, weil es nicht auf dem Sub landet, weil es kein Roman ist oder ähnliches, sondern eher ein Workbook, würde ich es nennen. Aber was ich so cool finde, ich habe ein Geschenk gesucht für eine Freundin, die sich auch für Nachhaltigkeit und diese ganzen Themen interessiert, die mich auch tatsächlich mehr inspiriert hat, kein Fleisch mehr zu essen und so weiter. Und sie hatte Geburtstag und ich wollte ihr was schenken, was so in die Richtung geht. Und dann habe ich recherchiert und hin und her. Und dann habe ich dabei ein Buch entdeckt, was ich so cool fand, dass ich es mir selber auch bestellt habe und damit auch schon arbeite. Und zwar ist es dieses wunderschöne Buch, Meine Reise nach Utopia. Das erstmal ist es ein Hardcover, ist es natürlich auch, glaube ich, klimaneutral gedruckt. Ein Journal für ein nachhaltiges Leben. Das kostet 24 Euro, aber ich finde, das ist es wert, denn es hat hier so ein schönes, es hat ein Lesebändchen, man kann das hier zumachen. Ihr seht auch schon, ich habe hier Textmarker drin. Und dann ist es so aufgebaut, dass man ein Jahr lang damit arbeiten kann. Man kann jederzeit anfangen. Ich finde aber auch, dass es, weil es manchmal auch so ein bisschen saisonal ist, deswegen habe ich hier zum Beispiel einen Marker gesetzt. Das wäre jetzt eher für den Frühling, da konnte ich jetzt noch nicht mitarbeiten. Aber wochenweise kriegt man ein Thema. Das ist dann auf zwei Seiten aufbereitet. Keine wahnsinnig langen Texte. Es gibt eine schöne Einleitung. Und dann bekommt man Aufgaben. Also es ist ja ein Journal, wo man dann reinschreiben kann. Zum Beispiel, jetzt muss ich natürlich was nehmen, was ich noch nicht selber ausgefüllt habe. Das ist privat. Zum Beispiel haben wir hier zwei Seiten, was du tun kannst, um den Bienen zu helfen. Da sind dann Beispiele genannt, ein Kräuterkasten für den Balkon, nur Saatgut in Bioqualität verwenden, zum Beispiel sowas, eine Bienentränke aufstellen im Sommer. Ja, dann gibt es eben meine Woche Challenges. Zum Beispiel hier gibt es den Punkt Gemüse selber ziehen. Was ich jetzt aber zum Beispiel schon gemacht habe, am Anfang geht es los mit minimalistisch leben. Da geht es dann darum, die vorgeschlagenen Tipps für sich selber umzusetzen. Hier gibt es 13 Tipps, wie man Minimalismus für Einsteiger leben kann. Und das sind wirklich alltagsnahe Themen, ne? Also das ist, es geht nicht darum, alles wegzuschmeißen. Es geht wirklich darum, die einzelnen Aspekte in seinem Leben mal zu beleuchten und zu schauen, was man da verbessern könnte. Und dann soll man sich eben raussuchen, zum Beispiel, welche Tipps man direkt umsetzen könnte. Davon soll man sich 3 nur nehmen in der Woche, um dann eben wirklich darauf genau zu achten. Und dann schreibt man auch auf, wie die Erfahrungen waren, also so ein bisschen auch als Tagebuch.
minimal, ne? Also wirklich nur thematisch dazu. Hier geht es natürlich auch ums Ausmisten, da bin ich gerade. Da habe ich mir jetzt eine Liste gemacht, welche Bereiche ich ausmisten möchte. Der Kleiderschrank steht ganz oben, da bin ich ein bisschen froh, dass da steht, wenn der Kleiderschrank Part 1 ist, dann soll man noch ein bisschen warten. Da wird nämlich explizit nochmal drauf eingegangen. Aber zum Beispiel steht hier, dass ich meine Schreibtischschublade endlich mal aussortiere. Und dann habe ich mir einen Plan gemacht und das werde ich nächste Woche machen. Der November ist vielleicht auch ganz gut für solche Aktionen. Man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu Hause und macht es sich schön. Ich finde es einfach richtig toll. Es geht auch um persönliches, um die persönliche Entwicklung. Ich kann euch mal vorlesen, es geht um Minimalismus, Ernährung, Müllvermeidung, Konsum, Mobilität und Reisen, achtsamer Umgang mit sich selbst, darum geht es eben auch, Gesundheit, CO2-Ersparnis und zu guter Letzt, hier geht es nämlich dann auch noch um Weihnachten. Also es ist, man muss es nicht am Jahresanfang beginnen, man kann das auch mittendrin machen, habe ich ja jetzt auch gemacht. Ich finde es richtig cool, also wenn euch das Thema Nachhaltigkeit interessiert und ihr einfach ein alltagsnahes Workbook bekommen wollt, wo ihr immer kleine Parts starten möchtet und nicht gleich alles auf einmal haben wollt. Wenn man jetzt so ein Buch zum Beispiel liest, dann liest man das in einer Woche durch und ich könnte mir vorstellen, man ist dann erstmal komplett überwältigt und ja, lost. Ist übrigens Jugendwort geworden. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich das tatsächlich kenne und auch verwende. Aber es passt ganz gut. Man ist so ein bisschen hilflos, weil es einfach zu viel ist, was man machen könnte. Dann empfehle ich das wirklich, weil man da Schritt für Schritt über ein Jahr lang, oder man kann es ja auch länger ziehen, man kann ja auch mal eine Aufgabe 2 Wochen lang machen, wenn das Ausmisten ein bisschen länger dauert oder man jetzt eine Woche nicht so viel Zeit hat. Das ist ja komplett individuell, ja, nutzbar für jeden. Aber es ist eine super Erinnerung und man bleibt dran. Also zumindest klappt es bei mir sehr gut und mir gefällt das. Mir macht es Spaß und ich finde das eine richtig tolle Sache. Habe ich übrigens auch über Genial Lokal bestellt, im Buchhandel abgeholt. Oder man hätte sich auch zuschicken lassen können. Aber mein Lieblingsbuchladen ist nicht so weit weg und ich gehe da ja auch gerne mal rein und stöbere. Ja, das so mein Tipp unter den Neuzugängen. Zum Currently Reading sage ich nicht so viel. Das lasse ich einfach mal weg. Harry Potter habt ihr schon gehört und die anderen Sachen habe ich noch nicht so richtig begonnen. Dann noch kurz, genau, Filme, Serien, Podcast. Ich habe eine sehr tolle Doku. Das ist heute irgendwie das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt in diesem Monat, habe ich das Gefühl. Aber das ist nicht schlimm, denn das ist wichtig. Ich habe auf Netflix die Dokumentation von David Attenborough, Mein Leben auf unserem Planeten, gesehen. Und die fand ich richtig toll. Die ist bedrückend, absolut. Man kriegt da wirklich ein bisschen Angst. Aber am Ende zeigt er auch auf, was wir alle tun könnten, um das zu verhindern. Dass dieser Planet, und es geht ja nicht darum, den Planeten zu retten, es geht darum, die Menschheit zu retten. Denn der Planet, der wird auch uns überleben. Also es gab schon, ich glaube, 5 große Artensterben im Laufe der Geschichte des Planeten. Und der Planet ist immer noch da. Der interessiert sich nicht, ob Dinos rumlaufen oder Menschen. Wenn die Menschen weg sind, ja, das ist dem Planeten ziemlich egal. Es geht eben darum, die Menschen zu retten, wenn wir das wollen. Ich habe manchmal, auch gerade dieses Jahr, irgendwie das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das will, die Menschheit retten. Aber wenn wir die Kurve kriegen, ja, können wir das vielleicht irgendwie hinbekommen. David Attenborough ist 93, wahnsinnig inspirierender, toller Mann. Ich kannte ihn vorher nicht, aber er ist Dokumentar-Tierfilmer seit vielen, vielen Jahren und er beschreibt in der Doku ganz toll so sein Leben und eben die Natur, wie sich die Natur verändert hat, wie sich der Mensch verändert hat, was wir alles Schlimmes machen und in welcher Geschwindigkeit sich das fortsetzt. Da ist auch immer so ein Zähler, der durch die Jahre dann springt, die Bevölkerungswachstum, wie viel, ich glaube, Wildfläche noch da ist, also wie viel unbebaute Fläche und ungenutzte Fläche, also wirklich Wild, Natur, wo Tiere sich ganz normal entwickeln können und leben können, wie das zurückgeht und was war das dritte, könnte das der CO2-Ausstoß, ne, es war irgendwas anderes. Also diese Zahlen sind total erschreckend, vor allen Dingen in was für einer Zunahme der Geschwindigkeit das vonstatten geht und das macht wirklich betroffen. Denn es ist nicht so, dass wir sagen können, naja, das ist hier in 4, 5 Generationen, das interessiert mich nicht. Alle Leute, die Kinder haben, die sollte das sowas von interessieren. Denn wenn das so weitergeht, wie wir das weltweit hier machen, dann haben eure Kinder schon keinen Lebensraum mehr. Und das ist krass. Also es geht nicht darum, ja, das betrifft mich nicht mehr. Es betrifft eure Kinder. Nun habe ich keine Kinder. Aber ehrlich, in der Geschwindigkeit, wie das fortgeht, werde ich in 10, 20, 30 Jahren das auch extrem spüren und eigentlich spüren wir das ja jetzt schon. Es sterben jeden Tag oder jede Woche, ich weiß nicht wie viele Arten auf dieser Welt, die auch wichtig sind und wir zerstören unseren eigenen Lebensraum. Das ist
Ihr seht schon, mich hat die Doku wirklich betroffen gemacht. Ja, es ist super interessant, sich das anzuschauen. Er hat Lösungswege, absolut. Wenn wir uns da alle dran halten würden, dann ist es machbar. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der Mensch das nicht schafft. Ich versuche, meinen kleinen Beitrag zu leisten, denn ja, man kann ja auch nicht dastehen und sagen, ist alles egal, es wird sowieso nicht klappen, auch wenn ich recht pessimistisch eher bin, was das Thema betrifft. Aber ich gebe mein Bestes, wenn euch das interessiert, beziehungsweise eigentlich sollte jeder diese Doku mal schauen, die ist wirklich gut und hat auch ganz tolle Naturaufnahmen. Ganz anderes Thema, Star Trek Discovery hat wieder angefangen, Staffel 3 zeigte uns eine Zukunft, die es für die Menschen vielleicht gar nicht gibt, weil es uns in 100, 200, 300 Jahren gar nicht mehr gibt. Aber ich liebe Star Trek, Discovery ist eine tolle Serie. Ja, Staffel 3, ich habe mich riesig gefreut. Jede Woche kommt eine Folge. Die von Freitag habe ich noch nicht geschaut. Oh, wann mache ich das? Okay, dieses Wochenende bin ich noch verplant. Aber nächste Woche wird die nächste Folge geschaut. Die ersten beiden Folgen, die ich jetzt gesehen habe, haben mir schon richtig gut gefallen. Es sind super viele Island-Schauplätze drin. Also wenn euch Island interessiert, ha, also schaut da mal vorbei. Ich habe super viele Sachen entdeckt, die an den Orten ich schon war, während meiner Island-Reise vor 4 Jahren. Richtig cool, ganz tolle Szenerie und ja, inhaltlich ist Star Trek. Also ich finde es grandios. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu dem Podcast, nachdem ich seit diesem Monat oder seit den letzten 1,5 Wochen, glaube ich, erst süchtig bin. Ich bin süchtig. Ich habe keine YouTube-Videos mehr nebenbei geschaut. Wenn ich mich fertig mache, wenn ich koche, ich habe auch kein Hörbuch gehört, nachdem ich das letzte beendet habe, das Wuhan Diary. Ich habe diesen Podcast gesuchtet und es wird jetzt kein wahnsinniger Geheimtipp sein. Ich habe ihn schon oft irgendwo gesehen und immer dachte ich, ja, klingt gut. Dann habe ich damit angefangen und ich habe die ersten, ich glaube jetzt 13 Folgen, die jeweils über eine Stunde, manchmal 2 Stunden gehen. Ich höre es in schnellerer Geschwindigkeit, aber trotzdem, ich habe viele Stunden mit diesem Podcast verbracht, wenn ich koche, wenn ich aufgeräumt, wenn ich ausgemistet habe, die Wäsche gemacht, die Spülmaschine ausgeräumt, den Weihnachtsbaum aufgestellt, ja, kein Scherz. Dann habe ich diesen Podcast gehört und ich, ja, ihr werdet schon wissen wahrscheinlich, worum es geht. Es geht um Hagrids Hütte. So ein genial cooler, lustiger Podcast. Das sind 2 Jungs, Manu und Michel heißen die, glaube ich. Sie sind Harry Potter Nerds, würde ich gar nicht sagen, absolute Fans. Sie haben echt cooles Wissen über die Bücher und auch die Filme. Sie recherchieren auch ein bisschen, aber ganz oft wissen sie auch nicht so richtig Bescheid. Sie sind einfach so lustig, weil sie sich über viele Sachen, sie sind super Fans, ne? Aber sie machen sich über manche Sachen wirklich sehr lustig und es ist so viel unlogisch in Harry Potter und auch so irrsinnig, und aber die machen das so lustig mit so viel Herz. Das macht so viel Spaß. Es ist wirklich Punkte, wo ich laut lachen muss, zum Glück alleine hier, weil die einfach sich beide auch nicht ernst nehmen und auch wenn die beiden so lachen, kommt das wirklich aus dem Herzen und es macht so viel Spaß. Sie beleuchten in jedem, also sie haben ursprünglich mal geplant, 1, 2, 3 Kapitel pro Podcast zu beleuchten. Das hat nach der 3. Folge schon nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, es ist aktuell so, dass sie pro Podcast-Folge über 1 Kapitel der Bücher sprechen. Also sie sind insgesamt mit dem Podcast, glaube ich, schon im 3. Buch und ich habe jetzt fast das komplette 1. Buch als Podcast gehört. Alle Folgen, es ist so lustig, es macht so Spaß und man taucht nochmal wieder in diese Harry Potter Welt auf ein und da ich parallel den 5. Band lese, ist es so witzig. Ich wollte aber jetzt nicht warten, bis die Jungs so weit sind, wie ich im Lesen bin. Ich glaube, ich werde schneller durch sein als die mit ihrem Podcast, aber es ist mega. Große, große Empfehlung. Aber ihr müsst natürlich alle Bücher gelesen haben oder zumindest alle Filme gesehen haben, denn die spoilern hart. Also von Anfang an komplett auch das Ende. Also es sind wirklich ohne Ende Spoiler. Das macht aber auch so viel Spaß, weil sie eben auf die Zukunft Bezug nehmen können. Und es ist so ein geiler Podcast. Also ich habe lange Podcast-Pause gehabt, weil ich irgendwie dann wieder mehr Hörbücher gehört habe, wie ihr ja anhand der gehörten Hörbücher jetzt gesehen habt. Aber jetzt bin ich echt podcast-süchtig und ich befürchte, ja, ich muss mal schauen, dass ich auch wieder ein Hörbuch starte jetzt im November. Aber ja, es könnte sein, dass ich auch einfach den Podcast weiterhöre und es gar kein Hörbuch gibt im November. Mal schauen. Ja, ihr könnt mir schreiben, ob ihr den Podcast kennt und auch so feiert wie ich. Ja, das war der wahnsinnig lange Lesemonat. Ich sehe ja so ein bisschen, wie viel Material zusammengekommen ist. Der Akku blinkt und ich habe nur einen reingelegt. Also es ist viel Material. Ich werde jetzt starten, das zu schneiden, damit das zeitnah online gehen kann. Ich habe aber noch ein bisschen was anderes zu tun.
das eigentlich angesagt schöne Wetter genießen. Wobei, so schön ist es gar nicht mehr, aber es soll heute Nachmittag schöner werden. Wir werden sehen. Halloween fällt aus, es gibt keine Halloween-Party, deswegen die Deko kommt hier bald weg. Es ist auch nur ein Kürbis und eine Kerze, ist jetzt nicht so wilde Deko. Der Weihnachtsbaum steht, der wird die Tage dann noch behangen. Die Lichterkette ist schon da, wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen. Ich liebe Weihnachten und ich finde, gerade jetzt sollte man es sich zu Hause schön machen. Und ich finde einen Weihnachtsbaum schön und gemütlich, gerade wenn ich jetzt die Abende wieder sehr viel mehr zu Hause verbringen werde im November. Aber alles in der Hoffnung, dass Weihnachten nicht ausfallen muss, dass man zumindest Weihnachten seine Familie besuchen kann und darf. Man könnte seine Familie jetzt auch besuchen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, stay safe, stay home vor allen Dingen und ja, lest ein gutes Buch. Ihr könnt mir natürlich wie immer unten gerne reinschreiben, was ihr gerade so gelesen habt, was eure Empfehlungen sind, wie euer Oktober war, wie euer November sein wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss!